Heute beim elektrischen Reporter: Spielerinnen, Schafe und News per Konsole. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Computergames werden von pubertierenden jungen Männern gespielt, die keinen Kontakt zum anderen Geschlecht haben und sich von Tiefkühlpizza ernähren, sagt das Klischee. In Wahrheit sind Gamer natürlich genauso vielfältig wie der Rest der Bevölkerung und vor allen Dingen sind Gamer oft genug Gamerinnen. Es ist offiziell. Genauso viele Frauen zocken Computerspiele wie Männer. Aber gleichberechtigt ist die Gamer-Szene deswegen nicht. Der Vorwurf: sexistische Stereotypen dominieren das Frauenbild. Meist als hübsches Beiwerk zum männlichen Helden. Für die Gamerin Monomon gehört die Überzeichnung weiblicher Charaktere zum Wesen von Computerspielen. Genau wie Männer am liebsten muskelbepackte Figuren auswählen, identifiziert sie sich mit Lara Croft und Chun-Li und genießt es besonders, als vermeintlich harmloses Mädchen virtuelle Machos zu schlagen. Und dann kommst du da mit deinem Charakter, der ein Schuhmädchenkostüm anhat, aber dann fegst du alle weg. Alle, die gegen dich antreten. Macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich glaube, das ist es anderen auch. Du kannst auch irgendeinen bösen, gruseligen Charakter nehmen. Aber das ist dann wieder so nicht ich. Da bin ich doch lieber. Ich bin zwar dann das kleine Mädchen, aber dann trotzdem stark. Aber bei allem Selbstbewusstsein bemerkt auch sie: Als Frau hinter dem Controller wird man ab und zu doch unterschiedlich wahrgenommen. Wenn du jetzt hier bei Twitch oder so einen Channel hast und da dich irgendwie mit einem knappen Top zeigst und spielst, dann geht's denen, die dazu gucken, hauptsächlich nicht ums Spiel. Aber das heißt trotzdem nicht, dass du dann halt irgendwie für jedermann zu haben bist oder so. Bleibt also die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Darstellung von Frauen in Computerspielen und der Wahrnehmung von Frauen, die Computerspielen. Webfeministin Anita Sarkeesian behauptet in ihrer Videoreihe Tropes vs. Women in Games, die meisten Spiele stellen Frauen als hilflose Püppchen dar und verfestigen so Geschlechterklischees. Es folgen Beleidigungen und sogar Morddrohungen gegen Sarkeesian im Rahmen der sogenannten Gamergate-Kontroverse. Doch so abwegig ist ihre These nicht, findet man in der Wissenschaft. Sabine Hahn hat selbst 10 Jahre lang in der Gaming-Industrie gearbeitet und forscht nun zu Gender in Games. Relativ pauschal und verallgemeinert möchte ich einfach sagen, dass das natürlich eine Auswirkung hat, dass das Frauenbild, das Rollenbild, das in Computer- und Videospielen vermittelt wird, prägt den Alltag oder die Wahrnehmung von Frauen und Mädchen, die diese Produkte spielen. Den wenigsten Designern von Computerspielen geht es darum, die Wirklichkeit abzubilden. Und doch beeinflussen sie mit ihrer Darstellung von Frauenfiguren die Realität. Wichtig ist deshalb die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und Verantwortungsbewusstsein, findet Hahn. Ich glaube, es muss beides geben. Ich glaube, es muss eine Vielfalt von beiden geben. Meinetwegen gerne auch stereotype Darstellungen mit großer Oberweite, aber dann bitte auch realistischere Darstellungen. Insgesamt geht es, glaube ich, ein bisschen darum, sich einfach kritisch damit auseinanderzusetzen. Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma: Wenn Frauen nicht nur die Controller erobern, sondern auch die Designstudios der Spielehersteller. So wie Katharina Kühn, leitende Grafikerin des Browser-Games Truck Nation. Ihre Figuren sind beides, selbstbewusst und lustvoll überzeichnet zugleich. Stärke und Schönheit schließen sich nicht aus, sagt sie. Da Frauen sich ja damit identifizieren, glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass sie schön ist. Weil man selbst will sich auch schön fühlen und man will eine schöne Heldin spielen. Und genauso attraktiv finden dann auch die Männer sie natürlich. Aber auch natürlich Stärke. Also unsere Katie Casco, die hat natürlich auch so etwas Keckes, Selbstbewusstes, Starkes, Emanzipiertes. Wobei sie aber immer noch schön und zart ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Dass es Sexismus in der Gaming-Szene gibt, kann man schwer leugnen. Aber es gibt auch die andere Seite.
Designerinnen wie Kühn und Gamerinnen wie Monomon, die genauso Lust an übertriebener Darstellung haben wie die Männer. Frauen, die nicht vor Computerspielen beschützt werden müssen, sondern die in der Lage sind, selbst Spiele auszusuchen und zu entwerfen. Und die die Freiheit lieben, für ein paar Stunden jemand anders sein zu können. Denn darum geht es im Spiel seit jeher. Schäfchen zählen. Das macht der eine oder die andere aus Schlaflosigkeitsgründen. Für wiederum andere ist es der Beruf. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Wende Fries und auf Twitter findet man mich unter @scharfzwitschern und ja, mein Nickname quasi ist Wanderschäfer. Und das mache ich auch vom Beruf. Ich hatte mir überlegt, ich möchte gerne bei Twitter Videos in Form von einem Tagebuch oder sowas veröffentlichen und habe dann Crowdfunding zu der ganzen Geschichte gemacht und das ist riesig rumgegangen. Nach 20 Minuten war das Projekt durchfinanziert. Ich habe gerade heute ein Video, ein Dankeschön-Video veröffentlicht, wo ich mich bei den Unterstützern bedanke. Da habe ich es das erste Mal ausprobiert und zwischen der Herde oder bei Wind oder sowas ist es halt nicht immer ganz einfach, mich zu verstehen bei solchen Videos. Und ich finde, das macht halt schon viel aus, dass man es auch einfach klar hört. Und dafür ist so ein Richtmikrofon super. Ich nutze Twitter dafür, den Leuten zu erzählen, A, dass es noch Wanderschäfer gibt und B, was wir machen und wie Landwirtschaft und Wanderschäferei aussieht. Wenn ich eine Frage habe, die mich beschäftigt, kann ich die direkt stellen und es gibt auch einen Haufen Leute, die darauf antworten. Wenn die Leute sich freuen oder dabei sind oder dann einen schönen Satz dazu schreiben, wenn ich mal einen Scheißtag habe und die mich aufmuntern und ja, das ist schön. Also irgendwie, auch wenn ich sonst hier relativ einsam bin, habe ich immer noch einen Haufen Leute dabei, die irgendwie mitschauen und nach mir gucken. Als Aussteiger verstehe ich mich absolut nicht. Ich lebe in derselben Welt und ich mache halt andere Sachen. Und das, was ich früher gemacht habe, im IT-Bereich zu arbeiten, das hilft mir jetzt noch ein bisschen auch bei dieser Twitter-Geschichte. Ich kann gut alleine sein und muss man auch können in dem Beruf. Aber manchmal ist einfach mal Lust, mit jemandem zu reden oder was weiß ich was. Nichts arg Persönliches, aber nur immer Brötchen bestellen oder was weiß ich was. Ist halt, reicht halt manchmal nicht. Und dann ist so ein kurzes Gespräch oder was, auch über Twitter, ist schon schön. Kommen wir nochmal zurück zu den Games. Die widersprechen mittlerweile auch inhaltlich jeglichem Klischee. Zum Beispiel gibt es solche, die die Welt erklären, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wer sich übers Weltgeschehen informieren will, kauft sich eine Zeitung, schaltet den Fernseher ein, besucht eine Nachrichtenseite im Internet. Oder spielt ein Newsgame. Ein Computerspiel, das sich um Nachrichten und ihre Hintergründe dreht. Aber ein solches Spiel zu entwerfen, ist anspruchsvoll. Prallen hier doch die Erwartungshaltung von Zockern auf die Computerspielkompetenz eines Nachrichtenpublikums. Also die Videogamer haben unser Projekt zu einfach gefunden und das Publikum manchmal zu kompliziert. Also was richtig schwer war, war einen Kompromiss zu finden zwischen diesen beiden Welten, also Videogamer und normales Publikum. Aber als öffentlich-rechtlicher Sender haben wir uns trotzdem entschieden, was für das breiteste Publikum zu produzieren. Donatien Huet ist eigentlich Redakteur der Nachrichtenredaktion des Fernsehsenders Arte. Dem Thema Flüchtlinge wollte er sich aber nicht mit einer weiteren Doku oder noch einem Web-Special annehmen. Und so entwickelt er mit seinen Kollegen das Newsgame Refugees. In Refugees bekommt man keine Nachrichten serviert, sondern schlüpft selbst in die Rolle eines Reporters, der 4 Flüchtlingslager im Irak, Libanon, Tschad und in Nepal besucht. So soll der Spieler einen unmittelbareren Eindruck vom Leben der Menschen dort bekommen. Er kann wählen, welche Leute er treffen will. Und er kann dann ja, seine eigene Erfahrung haben. Und ich glaube, das ist viel stärker.
Und Refugee ist bei weitem nicht das einzige News-Game, das politische Themen in eine Spielhandlung packt. In Steuerflucht für Anfänger etwa darf man seine Millionen in Offshore-Konten vor dem Fiskus verstecken. In Budget Hero den US-Staatshaushalt ausbalancieren, in Cutthroat Capitalism Pirat in Somalia spielen und in Prism des Kölner Journalisten und Game-Designers Markus Bösch im Dienste der NSA Internet-User ausspionieren. So wird der Spieler zum Akteur in den Abläufen hinter den täglichen Nachrichtenmeldungen. Im Idealfall macht dieser Perspektivwechsel die Zusammenhänge solch komplexer Systeme überhaupt erst verständlich. Ganz ähnlich wie schon beim Spieleklassiker SimCity. Ich kann eine Stadt bauen und wenn ich diese Stadt baue, erfahre ich dabei super viel über Städteplanung. Beim Machen lernt man viel, viel mehr, als wenn man sich jetzt hinsetzt und ein Buch über Stadtplanung liest. Und Ähnliches gilt eben auch für sehr viele journalistische Inhalte. Die beiden großen Stärken von News Games im Vergleich zu linearen Medien ist zum einen, dass sich Spiele perfekt eignen, um Systeme zu erklären, und zum anderen sind es interaktive persönliche Erlebnisse. Aber Bösch weiß, die Möglichkeiten der News Games sind begrenzt. Etwa wenn es darum geht, auf tagesaktuelle Ereignisse zu reagieren. Denn ein gutes News Game braucht einfach eine gewisse Zeit für Konzeption und Umsetzung. Und selbst wenn es diese Zeit gibt, finden nur wenige News-Games ein größeres Publikum. Auch wenn die Barrieren eher niedrig sind und der Zugang zum Spiel kostenlos ist. Für den Medienwissenschaftler Gundolf Freiermuth ist das jedoch kein Problem. Schließlich steht das Genre des News-Games erst am Anfang seiner Evolution. Es gibt Grenzen, die noch wesentlich darin begründet sind, dass Spiele als Medium noch eine Entwicklung vor sich haben. Und zwar sowohl eine technische wie eine ästhetische Entwicklung. Games sind ein Medium wie alle anderen auch. Man würde ja auch nicht fragen, gibt es Grenzen dessen, was ich im Film festhalten kann? Oder gibt es Grenzen dessen, was ich aufschreiben kann? Nein, die gibt es nicht. Allerdings gibt es Grenzen dessen, was der eine oder andere kann. Das heißt, wir müssen natürlich erst lernen, diese Form zu entwickeln und mit diesen Medien umzugehen. Und deshalb ist es wichtig, dass mit der Form des Nachrichtenspiels experimentiert wird. Leider geschieht das bislang nur in Großbritannien und Nordamerika, etwa bei der BBC, der New York Times oder beim Magazin Wired. In Frankreich gibt es Fördergelder für interaktive Formate wie Refugees von Donatien Huet. In Deutschland steht Markus Bösch mit seinem News Game Prism noch recht alleine da. Je länger das Spiel dauert, umso weniger Zeit bleibt Marcel Reif. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.